Der Mann oben. Da liegt er in der Lüfte im Himmel. Aber wie sieht er, wie kann er sehen? Durch verschwommene Linien von Blitzritze, Wolke und Nebel in der Dreck und Dunkel. Es gibt keinen Weg. Am besten schweigen. Aber hier oben gibt es auch Dunkelheit. Kaltes, kaltes Schwarz umgibt, hüllt es ein und bricht die Stücke ab, einer nach dem anderen. Komm, komm weg, aber dazwischen verklemmt. Die einzige Richtung übrig ist breit, aber kehrt zurück, um klein zu sein. Also bleibt er und versucht zu sehen, etwas Schimmern finden, etwas zu nähren. Aber es ist dick und dunste wie Qualm, verschüttet und klebrig, schwer zu atmen. Aber, ja, es gibt ein Flimmern. Nur eins, obwohl gesehen, sehr schwer zu finden, festgehalten, erwartet zu flatten, aber hart und kalt, nie zu sterben, jetzt gefunden, niemals verloren gehen. Jetzt schalten die Lichter in der Dunkelheit ein. Sie verbinden sich stark, breit, aber kehren zurück, um klein zu sein. Höchste Macht, aber gepunktet, umgebend und umgeben. Der Mann nimmt sie mit. Schießt, feuert, strömt, brennt, biegt er sich immer weiter weg. Aus die Dunsterheit, in die Kalte und die Freie, die streift und knistert. Sie hängen, aber bewegen, erreget durch die Macht, was sie vorher hatten. Jetzt allein gelassen, aber immer verbindet. Der Mann oben sieht die Sterne an, dann auch die Erde. Jetzt kann er die Stücke wählen und sich dieser Wärme durch die Schale gepulst fühlen. Sie ist dort, und das ist alles, was man wissen muss. Er stellt sie ins Netz und bleiben sie da, frei von der Dünsterheit. Eine Familie, zusammen, nie einzig. Mit dem Mann oben können sie das nächste Licht wählen. Vielleicht sie?